Schönen guten Morgen. Ich bedanke mich für die Einladung. Ich mache eine Vorbemerkung und äußere mich dann zu vier Punkten und mache einen kleinen Nachtrag. Die vier Punkte sind erstens der Leseeindruck, zweitens die Herausforderung für einen Wohlfahrtsstaat der Zukunft. Den dritten Punkt habe ich überschrieben, Statik und Dynamik. Das klingt etwas akademisch. Da geht es mir darum, dass ich ein bisschen an den Zukunftsherausforderungen, die ich kurz skizzieren will, messen will, was die zentralen Säulen des Programms sind. Und der vierte Punkt heißt, was möglicherweise fehlt. Das sind so ein paar Vorschläge, die möglicherweise auch heiße Eisen berühren, die dann vielleicht nochmal Gegenstand der Debatte sein könnten. Und dann kommt ein kurzer Nachtrag. Vorbemerkung. Ich bin kein Wohlfahrts- oder Sozialstaatsexperte. Wahrscheinlich wären andere viel kompetenter als ich, zu solchen Fragen zu diskutieren. Es gibt einige Bereiche, wo ich mich ganz gut auskenne. Das betrifft insbesondere diesen dritten Block, neues Normalarbeitsverhältnis, bin Arbeitssoziologe. Ich kenne mich ganz gut aus mit Arbeitsbeziehungen, Tarifverträgen, all diesen Dingen und habe natürlich auch in der Sozialpolitik mich engagiert auf der Basis unserer empirischen Forschungsergebnisse. Habe zum Beispiel mit Katja Kipping an der Frage Hartz IV, Sanktionen und so weiter immer mal wieder Veranstaltungen gehabt. Das bringt mich jetzt gleich zu der zweiten Vorbemerkung. Ich bin ein parteiloser Sozialist, das heißt, alle Fettnäpfchen, in die ich jetzt trete, in die trete ich ohne strategisches Kalkül. Ich kenne sie wahrscheinlich gar nicht, jedenfalls nicht ganz genau und handle sozusagen auf eigene Gefahr. Ja. Okay, und rede auf eigene Gefahr, weniger handeln als reden. So, das war die Vorbemerkung jetzt zum Leseeindruck. Ich finde, habe es heute Morgen im Zug nochmal gelesen, das Papier. Der erste Eindruck ist, es liest sich gut, insbesondere in den ersten Passagen. Das erwähne ich deshalb, weil das nicht immer so ist bei programmatischen Papieren. Ja. Es kommt in den einleitenden Passagen viel zur Sprache und, glaube ich, auch in Formulierungen, die man relativ gut lesen kann oder sehr gut lesen kann. Das hält sich nicht ganz durch im Papier. Das ist auch normal, weil dann die Forderungen kommen und so weiter und die sind in der Regel ja dann schon entstanden aus Kompromissformulierungen und so weiter. Aber insgesamt, glaube ich, wird vom Leseeindruck doch schon deutlich, dass es um einen Versuch geht, die Linkspartei zu positionieren in einer Ära, ich sage jetzt mal plakativ, nach der Agenda 2010. Wir sind ja noch lange nicht so weit, dass deren Folgen oder deren Gültigkeiten abgeräumt werden, aber die programmatischen Veränderungen sind offensichtlich, nicht zuletzt in der Sozialdemokratie, auch wenn man sehen muss, was davon dann Praxis wird. Aber diese Frage steht natürlich, wie positioniert man sich in dieser Konstellation neu? In diesem Zusammenhang finde ich, dass dieser Vorschlag eine Vielzahl an progressiven Forderungen enthält, die ich vorbehaltlos unterschreiben kann und könnte. Mir gefällt natürlich persönlich sehr gut, dass von der politischen Philosophie, die dem zugrunde liegt, angeknüpft wird an den Begriff des Sozialeigentums meines Freundes Robert Castell. Das würde ihn, würde er noch leben, auch selbst sehr freuen. Allerdings hätte er wahrscheinlich vermutet, dass das eher bei der SPD auftaucht, nicht? Diese Formulierung, er ist selbst ja in der Nähe der französischen Sozialisten gewesen und so von dem Grundduktus, der da drin steckt, Sozialeigentum sorgt für sozialen Zusammenhalt, ist das eigentlich eine Idee, die vielleicht mal bei der Sozialdemokratie zu Hause gewesen ist, es dann aber lange Zeit nicht mehr war und das Glaubwürdigkeitsproblem, was die Sozialdemokratie hat, wird sich so leicht auch nicht schließen lassen mit der programmatischen Wende und den Veränderungen an der Führungsspitze dieser Partei. Ich finde, dass der Entwurf sich neuen Elementen öffnet, also die Infrastrukturdebatte etwa, die sozusagen zur Wohlfahrtsstaatsdiskussion hinzugenommen wird. Das ist ja eine Veränderung, die wir auch sehen, etwa bei der Labour Party, die das sogar zu einem Angelpunkt für sozialistische Politik
macht. Ich würde mir bei solchen Akzentuierungen wünschen, dass das Neue noch stärker hervorgehoben wird. Auch da könnte man jetzt seriös sagen, was die Labour Party macht mit der Infrastrukturdiskussion, ist erstmal der mühsame Versuch, sich wieder an kontinentaleuropäische Verhältnisse anzunähern. Also man kann das nicht einfach übernehmen, aber ich glaube, man könnte das Neue durchaus stärker akzentuieren, weil diese Infrastrukturdiskussion öffentliche Güter ja im Grunde bedeutet, die Eigentumsfrage wiederzustellen, und zwar in einem Bereich, wo das unmittelbar überzeugend ist und allen einleuchtet, jedenfalls mehr als die Sozialisierungsdebatte um BMW, die ich jetzt gar nicht für falsch halte persönlich, aber das ist sozusagen näher an dem Alltagsverstand der Bevölkerung. Ich finde auch durchaus überzeugend diese Kombination der Säulen, also Solidarität, Sicherungssysteme, Ausgleich, da habe ich mir ein kleines Fragezeichen gemacht, warum eigentlich nicht Umverteilung? Ausgleich, aber nicht Umverteilung. Man könnte sagen, ich weiß jetzt nicht, wie die Antwort sein wird, dass das mit der umverteilenden Wirkung des Wohlfahrtsstaates noch nie so gut geklappt hat, aber es wäre ja auch eine Frage der Programmatik. Dann soziale Rechte, Garantien, das finde ich wichtig. Und natürlich auch diese Säule neben den sozialen Dienstleistungen der öffentlichen Infrastruktur, diese Säule guter Arbeit, die ich für einen ganz zentralen Punkt halte. Es gibt noch eine ganze Reihe von neuen Elementen, die ein bisschen versteckt angesprochen werden, finde ich. Also sehr stark wird gemacht die Erwerbsarbeit, die bezahlte Erwerbsarbeit. Aber es klingt in solchen Formulierungen wie kurze Vollzeit für alle oder lange Teilzeit für alle, klingt ein bisschen an, dass es eben nicht mehr nur um Erwerbsarbeit geht, dass es andere Tätigkeitsformen gibt, die sozusagen bei der Definition des progressiven Wohlfahrts- und Sozialstaates eine Rolle spielen müssen. Und die Verzahnung dieser Tätigkeiten ist natürlich ungeheuer wichtig. Das betrifft dann auch den Bereich, der da angesprochen wird, zur Arbeitszeitverkürzung in diesen beiden Formulierungen. Und jede dieser Formulierungen hat was für sich, um auch das zu sagen. Also die kurze Vollzeit für alle trägt, glaube ich, der Debatte Rechnung, dass die Teilzeitbeschäftigung in gewerkschaftlichen Kontexten häufig als eine prekäre Beschäftigungsform erlebt wird, während umgekehrt die lange Teilzeit stärker den Akzent setzt auf die Aufwertung von Tätigkeiten außerhalb der bezahlten Erwerbsarbeit. Aber die Stoßrichtung ist die gleiche. Insofern denke ich, deuten sich da Kompromisse an, aber solche, die tragfähig sind und zur Politik gemacht werden können. So, das war der erste Leseeindruck mit einem Zusatz. Der Zusatz ist, das Ganze ist mir an manchen Stellen noch nicht bissig genug. Also mit Blick auf die politische Auseinandersetzung. Und das will ich vielleicht im nächsten Punkt begründen. Was sind eigentlich die Herausforderungen an einen Wohlfahrtsstaat der Zukunft? Und das wäre dann die Messlatte, an der ich das Programm messen will. Ich schicke voraus, ich begrenze mich jetzt auf drei Herausforderungen, die ich für zentral halte. Es gibt bestimmt mehr, aber drei will ich explizit benennen. Ich fange mit der ersten Herausforderung an, die ich schon genannt habe, also der Ära Post-Agenda 2010, etwas zu optimistisch, wie gesagt, die aber natürlich alle zwingt, auch die, insbesondere die Linke zwingt, sich neu zu positionieren, weil es natürlich in der politischen Konkurrenz in Zukunft nicht mehr so sein wird, dass man die Sozialdemokratie sozusagen in erster Linie für die Agenda 2010 verantwortlich machen kann und darauf die Kritik gründet. Das muss man ihr nicht ersparen, aber man muss ihr eigentlich drängen, den Positionswechsel, den sie angekündigt hat, nachhaltig zu vollziehen. Wirklich zu vollziehen, das steht ja auch genauso im Programm drin. Das wird aber natürlich dazu führen, dass es nicht einfacher wird, auf den ersten Blick zu klären, worin das eigene Profil eigentlich besteht. Also ich würde mal sagen, vieles, was im Programm steht, etwa der Infrastrukturpunkt, findet sich auch bei der linken Sozialdemokratie fast wörtlich, etwa in der letzten Ausgabe der Zeitschrift SPW und so weiter. Aber das ist nicht der Punkt, auf den ich raus will. Aus meiner Sicht steckt dahinter eine viel grundlegendere Problematik, die ich kurz ansprechen will. In der Debatte, die jetzt einsetzt, Post-Agenda 2010,
wird es eine Konstellation geben, wo aller Wahrscheinlichkeit nach diejenigen, die jetzt sich neu positionieren, sich zwischen zwei Polen bewegen. Der eine Pol ist Retro-Diskussion gewissermaßen. Ich erlebe das auch immer mit diesem Vorschlag, den Sozialismusbegriff wieder neu zu füllen. Der Vorwurf Retro ist dann nicht weit entfernt. Das wird es bei der Wohlfahrtsstaatsdiskussion auch geben. Also ist es nicht einfach nur ein Zurück zu vor Hartz und vor Agenda 2010. Und der andere Pol wäre das, was in dem Marx-Zitat da angesprochen worden ist, einleiten, was sind die Zukunftsherausforderungen. In diesem Zusammenhang möchte ich nur eines in Erinnerung rufen. Die Debatte an dem Wohlfahrtsstaat, der mit der Agenda 2010 nicht beseitigt wurde, aber doch erheblich beschädigt wurde, die Kritik kam von zwei Seiten. Das eine war die neoliberale Kritik, die sozusagen den Wohlfahrtsstaat bezichtigte, die wirtschaftliche Leistungskraft zu drosseln, weil der Wohlfahrtsstaat gewissermaßen die unternehmerischen Freiheiten einschränkt und die Aktivitäten der Menschen lähmt. Das war die eine Sicht der Dinge. Die hat sich insbesondere in der Krise 2007, 2009 als völlig falsch erwiesen, weil die Staaten am besten durch die Krise gekommen sind, die einigermaßen ausgebaute Sicherungssysteme hatten, beziehungsweise in der Bundesrepublik oder für die Bundesrepublik galt und gilt, dass der Wohlfahrtsstaat eben noch nicht so beschädigt war, dass es nicht eben doch möglich war, Antikrisenpolitiken zu implementieren in Unternehmen, weil es zum Beispiel Betriebsräte gab, die es anderswo nicht mehr gab, als handlungsfähige. Nicht? Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber die linke Wohlfahrtsstaatskritik, die es auch immer gegeben hat. Also Jürgen Habermas, die utopische Kraft des Wohlfahrtsstaates erschöpft, verbunden mit der falschen Prognose, der Wohlfahrtsstaat ist nur noch zu beseitigen, um den Preis eines Blutbads in den entwickelten Kapitalismen. Das war eine zu positive Einschätzung, aber es hat natürlich immer drin gesteckt, dass im Wohlfahrtsstaat sozusagen auch ein herrschaftliches Element angelegt ist, das mit den Hartz-Reformen, Hartz IV enorm ausgebaut worden ist. Aber diese Art der Kritik, dass sozusagen soziale Gegensätze stillgestellt werden und das nicht unbedingt in eine emanzipatorische Logik mündet, die sollte man nicht ganz beiseite drängen. Das betrifft die Frage, die alte linke Frage, kann man mit dem Staat progressive Politik machen? Das ist hier ein klares Ja, halte ich auch für richtig. Aber ich würde immer ein Aber hinzufügen. Nicht? Also staatliche Sicherungssysteme sind kein Ersatz für eine solidarische Lebensweise, für solidarische Praktiken, sondern sie wären im Grunde dran zu messen, inwieweit sie solche Praktiken fördern oder behindern. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das bringt mich also die Art der Herausforderung wäre, sozusagen den Wohlfahrtsstaat eben nicht als einen statischen zu diskutieren, der bestimmte Leistungen bringt, sondern ihn eher als einen transformativ-demokratischen zu skizzieren, der Menschen schon dazu befähigt, solidarische Praktiken, Lebensweisen und so weiter zu entwickeln. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt hängt ganz eng damit zusammen, Zukunftsherausforderungen auf den Punkt gebracht, würde ich jetzt mal argumentieren, dass, was wir gegenwärtig durchlaufen, alle entwickelten kapitalistischen Gesellschaften bezeichne ich, andere haben andere Begriffe, als ökonomisch-ökologische Zangenkrise. Das bedeutet, dass das wichtigste Mittel zur Generierung von Wohlstand und zur Überwindung ökonomischer Krisen im Kapitalismus, nämlich Wachstum, Wirtschaftswachstum auf der Grundlage gegenwärtig von fossilen Energieträgern und extensivem Ressourcenverbrauch, bei Fortführung des Status quo notwendig zur Kumulation ökologischer Großgefahren führt, allen voran der Klimawandel. So, und das ist jetzt keine abstrakte Diskussion mehr. In Gestalt der Sustainable Development Goals hat diese Krise inzwischen den Kernbereich auch des deutschen Wirtschaftsmodells, der deutschen Industrie erreicht. Es gibt verbindliche Dekarbonisierungsziele. Die IG Metall rechnet damit, dass allein die Umstellung auf Elektromobilität
die ja überhaupt nicht ausreicht, um die Nachhaltigkeitsziele, die ökologischen Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen, bis zu 286.000 Arbeitsplätze kosten könnte. Aber unabhängig mal von dieser Zahl steht der europäischen und deutschen Wirtschaft der größte Umbruch seit der industriellen Revolution bevor. Das muss man ganz klar sehen. Darin enthalten sind viele Unbekannte. Also wenn man jetzt einen zweiten Megatrend dazu nimmt, die Digitalisierung, niemand weiß genau, wie die Beschäftigungswirkung sein wird. Ich könnte Ihnen jetzt für jede Prognose eine Studie zitieren oder 10 Studien zitieren. Also es herrscht eine enorme Unsicherheit, was passiert, und darauf muss eigentlich ein Wohlfahrtsstaat der Zukunft ausgerichtet sein. Also bietet er Schutz den Betroffenen, bietet er Schutz im Sinne aber von Realisierung ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeitsziele. Das heißt, er muss ein transformierender Wohlfahrtsstaat werden. Und er darf nicht nur in seiner Statik betrachtet werden, sondern muss mit Blick auf die bereits im Gange befindlichen Veränderungen und die damit wahrscheinlich verbundenen Verwerfungen ausgerichtet sein. Und das bringt mich zu der dritten großen Herausforderung. Ich nenne sie die autoritäre Versuchung. Und damit meine ich in erster Linie die Versuche der radikalen Rechten. Ich spreche da zumindest, was die AfD angeht, nicht mehr von Rechtspopulismus. Halte das für richtig, was der Kollege Heidmeier sagt. Das ist, man kann das einfach als eine neue Art von Faschismus bezeichnen, das, was Höcke und Co. da verkörpern, in Thüringen zumindest. Die autoritäre Versuchung besteht darin, das Sozialeigentum, von dem Robert Castell spricht, als ein exklusiv nationales zu definieren. Selbst wenn damit die Staatsbürgerschaft gemeint ist, fällt das hinter progressive Begründungen des Wohlfahrtsstaates zurück. Ich nenne mal Heller als Kronzeugen. Der Wohlfahrtsstaat, auch wenn er ein nationaler ist, muss universalistisch sein. Also für die gelten, Schutz bieten und Anreize bieten, die auf seinem Territorium leben. Das schließt zum Beispiel Migranten ohne Staatsbürgerschaft ein. Ja, das ist, glaube ich, auch völlig klar. Wenn die AfD fordert eine Produktivitätsrente nur für deutsche Staatsbürger, dann schließt das 40% der Beschäftigten bei Daimler aus. Nicht? Und die würden dann für die Rente der anderen mit arbeiten. Aber umgekehrt schließt das ein, dass man den Wohlfahrtsstaat nicht mehr nur als einen rein nationalen definieren kann, sondern als einen in einer sich internationalisierenden, globalisierenden Welt mit allen Brechungen, Widersprüchen, Rückwärtsbewegungen, die das gegenwärtig hat. Aber das ist, glaube ich, die dritte große Herausforderung. Was erkenne ich bezogen auf diese Herausforderungen? 7 Punkte. Ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. Erstens habe ich den Eindruck, trotz allem, was ich da positiv hervorgehoben habe, dass das Programm noch zu stark auf die Statik des Wohlfahrtsstaates gerichtet ist und zu wenig auf die Dynamik und das Unbekannte. Das bringt mich zum zweiten Punkt, der Finanzierungsfrage. Also als Grundfrage steht, dazu äußert sich das Programm nicht, und ich vermute, dass das eines der umkämpften Felder ist, auch innerhalb der Linkspartei, ich weiß es aber nicht wirklich. Das Verhältnis von Wirtschaftswachstum und Wohlfahrtsstaat. Also wie wird da finanziert? Und wenn man es für richtig hält, was, glaube ich, den Sustainable Development Goals entspricht, dass man den Wohlfahrtsstaat auch in seiner Finanzierung, nicht nur in seiner positiven Definition, abkoppeln muss vom Zwang zu permanenten raschen Wirtschaftswachstum, mindestens auf der Basis fossiler Energien und extensiven Ressourcenverbrauchs, dann muss man sich darüber Gedanken machen, wie das gelingen kann. Das kann gelingen. Es gibt zum Beispiel im MPI Köln in diesem Falle positiv, aber auch anderswo Überlegungen dazu. Kenne mich, wie gesagt, in der Fachdebatte nicht gut genug aus, um zu wissen, wo überall es Überlegungen dazu gibt. Aber das ist ein entscheidender Punkt. Also ein Bruchpunkt bezogen auf auch die institutionalisierten Regelungen, die sozusagen das Wirtschaftshandeln
festlegen und die Sozialpolitik verkoppeln mit dem Zwang zu raschen und permanentem Wirtschaftswachstum. Ich weiß, Wachstum ist erstmal nur eine Zahl, das sagt nichts über Verteilung aus und so weiter. Mit dieser Akzentuierung soziale Dienstleistungen ist das im Grunde auch schon ein implizites Plädoyer für langsames Wachstum, weil man soziale Dienstleistungen nicht beliebig rationalisieren kann, zumindest dann, wenn man Menschen nicht aus dem Prozess bringen kann und so weiter. Aber es wird irgendwie eher unterschwellig gemacht und es wird aus meiner Sicht nicht klar genug argumentiert, wie sozusagen die Finanzierungsgrundlagen des Wohlfahrtsstaates mit Blick auf diese Problematik aussehen können. Bringt mich zum dritten Punkt. Es gibt eine ganze Reihe von wichtigen Forderungen, gerade in diesem Bereich neues Normalarbeitsverhältnis. Ich habe mich auch bezogen auf die Transformationsdebatte gefragt, warum im Programm nicht auftaucht, was etwa die Democratic Socialists in den USA fordern. Radikale Dekarbonisierung verbunden mit Beschäftigungsgarantien für diejenigen, die in den Carbonbranchen ihre Jobs verlieren. Ich weiß, dass das in der gewerkschaftlichen Debatte kritisch gesehen wird, also in der IG Metall argumentieren auch die Linken in etwa so, ich verkürze das jetzt grob, wir leben im Kapitalismus, also können wir solche Garantien nicht geben. Wir können keine Jobs schaffen und wir müssen uns hüten, gewissermaßen Erwartungen zu erzeugen, die wir dann nicht erfüllen können, weil das wäre Wasser auf die Mühlen der radikalen Rechten. Sollte man ernst nehmen, den Einwand? Ich würde ihn nach Abwägung von allem, was ich so in den Debatten bisher mitgekriegt habe, aber letztendlich doch nicht für stichhaltig halten. Wir sind ja in einer Situation, wo wir aus der Massenarbeitslosigkeit erstmal raus sind, also in einer prekären Vollerwerbsgesellschaft, wie ich das genannt habe, also Arbeitslosigkeit verschwindet durch Expansion prekärer Beschäftigung. Gleichwohl ist es so, dass sich die Arbeitsmärkte selbst oder gerade im Osten dramatisch verändert haben. Also wir sprechen im Grunde selbst im Osten oder gerade im Osten über einen Arbeitsmarkt, der in Teilen von einem Käufer zu einem Anbietermarkt geworden ist. Mit entsprechenden Dynamisierungen bei den Anspruchshaltungen an Arbeit, aber natürlich auch, also ich meine, das ist nicht nur mehr Fachkräftemangel, sondern sogar Arbeitskräftemangel in vielen Bereichen, insbesondere in den Sozialbereichen. So, und ich finde, es wird im Programm angesprochen, dass man wirklich eine Debatte führen müsste über Gruppen, die aus den Carbonbranchen aussteigen müssen, dort ihre Arbeitsplätze verlieren werden. Auch durch eine neue Industriepolitik werden die nicht alle wieder in industrielle Beschäftigung kommen. Das heißt, die Übergänge sind zu organisieren in den Bereichen, die Beschäftigungstreiber sind. Das sind die sozialen Dienstleistungen, Gesundheitswirtschaft und so weiter. Dabei stößt man auf ein grundlegendes Problem, will ich auch ansprechen. Wir haben unsere Studie zur Thüringer Zulieferindustrie, Auto- und Zulieferindustrie in Eisenach vorgestellt. Und mit Empörung wurde berichtet, dass der Thüringer Ministerpräsident den Beschäftigten bei Opel empfohlen hat, dann doch in die Pflege zu gehen. Große Empörung, ein Jahr später noch. In dem Falle habe ich den Thüringer Ministerpräsidenten verteidigt, was ich nicht immer tue. Aber ich habe schlicht die Frage gestellt, wenn diese Tätigkeiten in der Pflege, in den Kitas und so weiter erstens gut bezahlt wären, so dass sie nicht mit Statusverlust verbunden wären, wenn man sozusagen aus der industriellen Arbeit wechselt, und wenn sie b, gesellschaftlich so anerkannt wären, wie sie es verdienen. Wer will mir dann erzählen, dass man sich bei Opel am Band besser entfalten kann als in so einem Job? Das löste zumindest mal Schweigen aus. Will sagen, das, was da im Programm angesprochen wird, könnte man noch stärker fokussieren und zusammenziehen und könnte gewissermaßen sowas wie Jobgarantien ohne Statusverlust auch unterfüttern. Zumindest ist das zu einem erheblichen Maße durchaus staatlich bearbeitbar, wenn es zu entsprechenden Finanzierungen, Umverteilungen kommt. Das berührt den nächsten Punkt, die Arbeitsqualität. Die wird meines Erachtens im Programm noch zu defensiv angesprochen. Also da gibt es eine Passage, wo es unmittelbar übergeht von, ich glaube, das heißt Zerstörung qualitativer oder Arbeitsansprüche durch Hartz IV und dann kommen die neuen Branchen. Die Veränderungen am Arbeitsmarkt führen dazu, dass die Ansprüche, die qualitativen Ansprüche an Arbeit wieder deutlich an Dynamik gewinnen. Das merkt man insbesondere bei den nachwachsenden Generationen,
denen geht es nicht nur um die Kohle und den Lohn, der ist immer wichtig, denen geht es auch darum, eine sinnerfüllte Arbeit zu machen unter Bedingungen, die Arbeit und Leben sinnvoll verschränken und so weiter. Und ich glaube, das könnte man positiver akzentuieren im Sinne von eine Triebkraft für gesellschaftliche Veränderungen, weil die Arbeitswelt auch in qualitativer Hinsicht natürlich vielfach hinter dem zurückbleibt, was da an Ansprüchen eigentlich geäußert wird. Das bringt mich zu einem fünften Punkt, mache ich jetzt sehr kurz. Mich hat überrascht, dass im Programm wenig verzahnt wird, Arbeitswelt und die Bildungswelt. Was meine ich damit? Diejenigen, die in den Carbonbranchen ihre Arbeitsplätze verlieren werden, müssen ja nicht immer unbedingt gleich in eine neue Arbeit, sondern die könnten zum Beispiel als berufliche Praktiker auch ein Studium zum Beispiel an einer Universität beginnen, wenn sie denn zugelassen würden ohne Abitur. Gibt es in Brandenburg bereits diese Regelung, aber nicht die Studiengänge dafür, deshalb funktioniert das nicht so richtig. Aber warum nicht solche Forderungen wie eine Bildungskarenzzeit? Die gibt es schon in Österreich. Bildungskarenzzeit heißt, nach Ausscheiden aus dem Beruf ein Jahr finanziert, das erste Jahr im Studium finanziert mit 60% des zurückliegenden, des letzten Lohns, mit Zulagen bis zu 80% des letzten Lohns. Zumindest die Arbeiter bei Opel und die Betriebsräte fanden das eine attraktive Aussicht. Es würde aber heißen, dass man das Bildungssystem öffnet, dass man die Hochschulen, insbesondere die Universitäten, von ihrem hohen Ross runterbringt und ihnen klar macht, dass in einer alternden Gesellschaft es absolut sinnvoll ist, Menschen aus der beruflichen Praxis in weiterbildende Studiengänge zu bringen, die dann aber auch entsprechend ausgerichtet sein müssten, inhaltlich, weil die ja Erfahrungen haben, die man nutzbar machen müsste in einem solchen Studium. Bringt mich zum, das könnte man ausbauen, nenne ich jetzt nur mal, Stichwort, bis zu einer solchen Forderung wie bedingungslose Grundzeit für alle. Bedingungslose Grundzeit für alle. Das ist ein Element der Arbeitszeitverkürzung, kommt aus dem WSI, hat der Klaus Schäfer entwickelt, ist zum Versuch zwischen den Gegnern und Befürworterinnen eines bedingungslosen Grundeinkommens zu vermitteln und sagt, dass jeder Mensch, nicht nur die, die im Beruf waren, sondern auch die, die zum Beispiel im Hartz-IV-Regime gelitten haben, das Anrecht haben sollten, ab einer bestimmten Zeit auf eine bezahlte andere Tätigkeit. Könnte man verbinden mit der Verlängerung dieser bedingungslosen Grundzeit, wenn sie für Weiterbildung genutzt wird und so weiter. Das bringt mich zum vorletzten Punkt, dem sechsten Punkt. Es geht jetzt auch deutlich über das hinaus, was im Programm steht. Wenn diese These mit der ökonomisch-ökologischen Zangenkrise nicht ganz falsch ist, dann wird die Frage nach dem Was, Wie und Wozu der Produktion politisch noch weiter aufgeladen, als sie es ohnehin schon ist. Sehr salopp formuliert, besser als einen SUV nicht zu fahren, ist ihn nicht zu bauen. Will man dieses Letzteres ernsthaft verfolgen, muss man die Produktionsentscheidungen demokratisieren. Und dann reicht auch die konventionelle Mitbestimmung nicht aus, weil wir dann korporatistische Blockbildungen kriegen, wie wir das jetzt in der Automobilindustrie und nicht nur da schon haben oder auch in der Braunkohle haben etc. Sondern dann würde das nach Mitbestimmungsformen verlangen, die Umweltinitiativen, Klimabewegungen, Fraueninitiativen und so weiter, also die Akteure der reproduktiven Dimension von Erwerbsarbeit an solchen Entscheidungsprozessen beteiligen. Das klingt jetzt sehr weltfremd, aber es gibt liberale Ökonomen wie den Atkinson, die genau das fordern, und zwar mit Begriffen fordern, wie sie noch immer in der Satzung der IG Metall stehen. Also, ja, wissen viele IG Metall-Mitglieder nicht, insbesondere BMW-Betriebsräte, nämlich die nach Wirtschafts- und Sozialräten, die genau dieses leisten und solche Wirtschafts- und Sozialräte könnten beispielsweise auch etwas machen, was über den gesetzlichen Mindestlohn und dessen Anhebung hinausgehen würde, nämlich Löhne zum Leben nach einem regionalen Maßstab bemessen und für eine Art von Transparenz sorgen, für die Tarifverträge nicht mehr sorgen, weil sie eben flächendeckend nicht mehr vorhanden sind. Das wäre auch noch so ein Punkt, über den sich
diskutieren ließe. In dem Zusammenhang nur eine kleine Anmerkung zu der Forderung nach Verbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen. Das leuchtet mir auf der einen Seite ein. Man muss aber klar sehen, dass die Gefahr besteht, dass wir eine Entwicklung kriegen könnten wie in Frankreich. Das heißt, dass wir eine hohe tarifliche Deckungsrate bekommen. Aber die Anreize, sich selbst in Gewerkschaften nicht nur zu organisieren und sich zu engagieren, schwächer werden. Also dass das Trittbrettfahrertum ausgeweitet wird, mit dem Effekt, dass wir dann zwar flächendeckende Tarifverträge haben, die aber nur eine formale Realität sind, während die Arbeitsverhältnisse in Wirklichkeit wie in Frankreich durch einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn reguliert werden. Das ist eine Entwicklung, die wir auf keinen Fall wollen dürfen, sodass ich glaube, dass sozusagen das Stärken auch des Aktivistischen, also dass man sich Mitbestimmung und Tarifverträge selber erkämpft, dass da, glaube ich, noch ein Gehirnschmalz drauf verwendet werden muss, wie man das mit einer solchen Forderung der Erleichterung der Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen verbindet, das halte ich für wichtig. Und das bringt mich zu einem siebten Punkt, und dann komme ich nochmal zu dem, was fehlt, viel kürzer. Der siebte Punkt, den nenne ich Staat und Öffentlichkeit. Das diskutiert man in der Regel nicht im Zusammenhang mit dem Wohlfahrts- und Sozialstaat. Ich halte es aber für ausgesprochen wichtig, bezogen auf die Infrastrukturdiskussion, dieses mitzudenken. Was meine ich damit? Es wird in Zukunft nicht mehr selbstverständlich sein, dass wir sowas wie einen öffentlichen Rundfunk, öffentliches Fernsehen und so weiter haben. Die ersten Initiativen in die Richtung hat es ja schon gegeben. In der Schweiz sind sie aus dem Feld geschlagen worden mit einem allgemeinen Volksbegehren. Also es geht um die Frage demokratische Öffentlichkeit und wie kann man sie garantieren. Ich vermute, dass wir bei der Infrastrukturdiskussion mit Blick auf die Zukunft um Garantien für Öffentlichkeit, also einen öffentlichen Rundfunk, öffentlich finanzierten Rundfunk und so weiter, tatsächlich kämpfen müssen, trotz aller Kritik, die es an diesen Medien gibt. Ich halte es nicht mal für unwahrscheinlich, dass Tageszeitungen in Zukunft hoffentlich dann mit dem entsprechenden Spektrum an Meinungen ohne öffentliche Unterstützung gar nicht mehr erscheinen können. Ich halte sie aber für zwingend nötig, um so etwas wie eine regulierte Öffentlichkeit überhaupt hinzubekommen. Und das ist meines Erachtens ein Bereich von Infrastruktur, sozialer Infrastruktur und Öffentlichkeit, der in diese Debatte mit reingehört, weil er nirgendwo sonst geführt wird oder nur in einer kleinen, isolierten Mediennische. Gut, das waren die sieben Anmerkungen. Jetzt zu dem, was fehlt. Den ersten Punkt mache ich ganz kurz. Es fehlt mir der nationale Wohlfahrtsstaat in Europa und in einer globalisierten Welt. Schwieriges Thema. Ja, weiß ich. Könnte ich jetzt auch ein neues Referat halten, mache ich nicht. Ich mache eine Anregung. Ein Schachzug könnte sein, den Wohlfahrtsstaat der Zukunft zu verorten im Kontext der Sustainable Development Goals. 16, die gelten. Debatte um einen Green, in diesem Fall Green Deal in Europa, ist ausgerufen. Die Linke muss sich dazu positionieren, so oder so. Und sie muss sich auch dazu positionieren, dass eine ganze Reihe von ökologischen und sozialen Problemen natürlich internationale, multilaterale Abkommen verlangen, der Multikulturalismus, der gestärkt werden muss. Mir geht es aber vor allen Dingen um den Kontext, also dass man deutlich macht, der Wohlfahrtsstaat ist ein rein nationaler, nicht zu denken, war er eigentlich noch nie. Aber das Umsteuern in Richtung auf einen demokratischen, transformierenden Wohlfahrtsstaat, das muss ein internationales und möglichst europäisch koordiniertes und vielleicht darüber hinaus koordiniertes Projekt sein. Wenn man sich anschaut, was die UNCTAD etwa vorlegt mit diesem Bericht von Kozel Wright und Gallagher für einen globalen New Deal, geht das genau in diese Richtung. Und ich finde, da könnte man einfach nochmal anknüpfen, ohne das lange auszuwalzen, um deutlich zu machen, man denkt nicht nur rein nationalstaatlich, obwohl der Nationalstaat natürlich eine wichtige Arena auf absehbare Zeit bleibt, daran habe ich gar keine Zweifel. Und das berührt den zweiten Punkt, wo man das konkretisieren könnte. Jetzt weiß ich, dass ich ein heißes Eisen berühre. Die Frage Wohlfahrtsstaat und Migration wird nicht thematisiert. Oder habe ich es überlesen? Ich habe es jedenfalls nicht so richtig zur Kenntnis genommen, dass es als ein zentraler Punkt eine Rolle spielt. Das müsste man aber eigentlich tun. Wenn Migration anhält, was sie wird, egal in welchen Dimensionen, dann kann man diejenigen, die migrieren,
demokratisch nur in Gesellschaft einbeziehen, wenn es entsprechende wohlfahrtsstaatliche Leistungen gibt. Und die sind umkämpft. Ja? Ich glaube, dass man sich dazu positionieren muss. Also die negativen Folgen von Migration, die es eben auch gibt, weil es so einen Abwärtssog gibt für diejenigen, die zuwandern, die lassen sich nur minimieren, wenn man wohlfahrtsstaatliche Leistungen aufwendet, sie, ich benutze das Wort mal, obwohl es umstritten ist, sie zu integrieren. Da gibt es einen engen Zusammenhang. Ja? Alle, die nur auf Migration schauen, im Sinne, wir müssen doch solidarisch sein, offene Grenzen, müssen aber dieses Problem mit thematisieren und vice versa gewissermaßen. Das ist auch im Sinne der Migranten. So, und ich glaube, dass man da schon einiges an Aussagen in dieser Hinsicht machen kann. Auch deshalb, weil die größte Zustimmung zu radikal rechten Orientierungen sozusagen aus einer Deep Story resultiert, die jetzt knapp zusammengefasst lautet: Wir stehen seit vielen Jahren am Berg der Gerechtigkeit und in der Schlange geht es nicht vorwärts und plötzlich kommen Leute, die nie eingezahlt haben in die Sicherungssysteme, die laufen an uns vorbei und für die ist alles da, in Anführungszeichen, und für uns nichts. Das ist eine Fehlorientierung, aber die müsste sich meines Erachtens mit ein paar wichtigen Argumenten schon konterkarieren lassen. Es beginnt mit dem Argument, ich weiß, das wird von manchen als Nützlichkeitsrassismus bezeichnet, aber im Osten etwa ist kein Arbeitsmarktproblem zu lösen ohne Zuwanderung. Zuwanderung schafft neue Probleme in den abgebenden Ländern, das wissen wir auch, aber ohne Zuwanderung ist der Arbeitskräftemangel gerade im Osten nicht zu lösen, dort, wo sozusagen die AfD Rekordergebnisse einführt. Ja? Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass da klarer Position bezogen wird. Und der dritte Punkt ist eigentlich eine offene Frage. Da komme ich zurück zu dem, was ich einleitend gesagt habe. Wie kann ein Wohlfahrts- und Sozialstaat so ausgerichtet sein, dass er eine neue Beziehungsweise, also solidarische Umgangsformen zwischen Menschen ermöglicht? Also ich habe darauf keine Antworten, muss ich sagen. Ja. Der Wohlfahrtsstaat ist ja in seiner Entstehung eigentlich auch einer, der das alte Genossenschaftsprinzip der Arbeiterbewegung zum Teil substituiert, nicht, durch Institutionalisierung. Jetzt wäre es romantisch zu glauben, dahinter zurückzufallen und wieder zurückkehren zu können zu den Ursprüngen der alten Arbeiterbewegung. Aber dass es sozusagen Lebensformen gibt, die auf Solidarität und Kooperation bauen, statt auf Konkurrenz. Das ist, glaube ich, schon klar. Das wird ein bisschen angesprochen bei den Alters-WGs, ein Gedanke, mit dem ich mich selber auch bereits beschäftige, schrecklicherweise ja, beschäftigen muss. Also die Vorstellung, was macht man eigentlich, wenn man alleine nicht mehr kann? Ja, da blitzt das auf und darauf muss man mehr Gehirnschmalz verwenden. Das ist ein zentraler Punkt, was die für viele Unglaubwürdigkeit der Linken angeht, dass man nicht den Eindruck hat, dass sozusagen eine Beziehungsweise praktiziert wird, die auf Solidarität gebaut ist. Ich habe das jetzt vor zwei Tagen auch in Sprockhövel im Bildungszentrum der IG Metall nochmal gesagt, das stößt auf Zustimmung, auf große Zustimmung, aber das ist eine Leerstelle, die ich jetzt nicht füllen kann, und das bringt mich zu meiner Schlussbemerkung, also dem Nachtrag. Entwurf oder im Programmentwurf wird angedeutet, es braucht Bündnisse, um das durchzusetzen. Welche? Das wäre natürlich auch nochmal schön, ja. Zu klären, das meine ich jetzt gar nicht politisch kurzfristig gedacht, also mit welchen Parteikonstellationen man das macht. Ich wäre da auch für völlig unkonventionelles Denken. Ich mache es jetzt mal an einem Beispiel. Ich will jetzt nicht für eine Linkspartei-CDU-Koalition in Thüringen werben, nicht? Aber völlig unabhängig von Thüringen muss man sich zum Beispiel mal anschauen, was sich in den beiden Kirchen entwickelt hat. Ja? Also in der katholischen Kirche mit dem Papst und seiner Kapitalismuskritik und allem, was da dran hängt. Und in der evangelischen Kirche beispielsweise mit der Wachstumskritik und allem, was da dran hängt. Das hat ja Auswirkungen bis in die CDU rein, aber nicht nur dort. Als ein kleines Beispiel. Das heißt, es wäre nochmal eine Kartografie zu machen der Kräfte, die möglicherweise latent bereits existieren, deutlich über das Spektrum der Wohlfahrtsverbände, der Gewerkschaften raus.
die eigentlich dafür stehen könnten, gesellschaftliche Mehrheiten für einen solchen demokratisch transformierenden Wohlfahrtsstaat zu gewinnen. Und wenn das nicht, das muss ja kurz sein, so ein Papier, das konnte man jetzt schnell lesen, das darf nicht aufgebläht werden. Aber wenn man das in die Debatte um die Durchsetzung mit einbeziehen könnte, wäre das, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Vielen Dank.